So, und wieder mal ein Guten Morning, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenrat am Dienstag, dem 19. Januar. Ja, der Markt bewegte sich in der Nacht schon wieder recht turbulent. Die Reaktion der chinesischen Daten kam auch umgehend. Wir haben hier, wenn wir uns das kurz anschauen, aus China entsprechende Zahlen bekommen. Die Prognose hier, das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, war ein Stück weit höher als dann tatsächlich reingekommen. Die ersten Reaktionen dahingehend auch negativ. Ganz interessant zu sehen, wie gesagt, wie der Markt hier reagierte. Wir wollen uns heute den Australdollar gegenüber dem US-Dollar auch als Aussie bekannt anschauen, der sich hier mit den Yen-Pairs in der Top 15 Heatmap sozusagen ganz vorne bewegt. Sie sehen, der Australdollar hier mit schönen Aufschlägen, Australdollar-Yen ganz vorne dabei, der Yen auch im Sinne der Kapitalmarkterholung, sprich die Aktienmärkte ja auch mit Gewinnen. Hier wieder schwächer, ist immer die Korrelation starker Yen, schwache Aktienmärkte und umgekehrt. Das sehen wir hier sehr schön. Alle Yen-Pairs notieren hier im Gewinn. Alle Top-Major-Yen-Pairs sozusagen hier reihum. Sehen Sie US-Dollar, Schweizer Franken, Euro, Australdollar, Britisch Pfund gegenüber dem Yen. Alle vorne dabei. Britisch Pfund Yen auch sehr, sehr interessant, da ja auch in den letzten Tagen, ich will sagen, derart abgestraft wie kaum ein anderes Währungspaar. Nichtsdestotrotz heute der Fokus dem Aussie, also dem Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Hierbei nahmen wir unlängst die Einschätzung vor, dazu dieser Chart, dass wir im Sinne der Schwäche seit Anfang des Jahres hier uns zunächst an dieser Unterstützung um 0,6955 stabilisieren sollten. Das gelang auch zunächst, dann aber jedoch hier der starke Abverkauf zum Ende der letzten Woche und hier der korrektive Erholungsimpuls, der aktuell hier läuft. Wir sehen hier mit Start in die Woche eine Erholungssequenz, die sich hier diesem Widerstand auf Tagesbasis nähert. Wir haben im Stundenchart, werden wir gleich sehen, bereits ein Widerstandslevel erreicht. Also hier die Möglichkeit, auf eine fallende Preisbewegung zu spekulieren. Dazu passt auch vorbildlich die hier unmittelbar bevorstehende Saisonalität. Wir haben hier definitiv schwache Handelstage bis in den Februar hinein zu erwarten. Das passt im Prinzip zur Bewegung. Soll heißen, wenn die jüngste Schwäche jetzt hier stoppt, dann wäre das par excellence eine Pullback-Leistung des Währungspaares und im Sinne der technischen Ausgangssituation, die wir hier sehen, im Sinne des Widerstands, schwupp, hier auf Tagesbasis seit September des letzten Jahres hier ableitbar, wäre hier sozusagen die Chance gegeben, dass der Markt im Sinne der Saisonalität hier sauber nach unten weiter wegbricht. Wir haben auch hier im Prinzip, da muss man sich schon sehr weit raus scannen sozusagen in den Markt. Da kommen wir hier zu den Niveaus zur Finanzmarktkrise. Ja, der nächste kurzfristige Zielbereich wäre hier das Niveau um 0,6780 etwa. Das wäre hier wirklich der unmittelbare Korrekturbereich, den man hier anstreben sollte. In Kürze sozusagen, aber auf dem Big Picture sehen wir, dass das hier nur eine kleine zwischengeschaltete ja, Möglichkeit einer Konsolidierung ist, viel mehr wäre. Und das würde theoretisch für ein Risk-Off an den Märkten sprechen. Sprich, weitere Korrekturbewegungen dürften hier auch den US-Dollar wieder stärken und den Australdollar weiter in die Knie zwingen. Das könnte hier mittelfristig sogar Niveaus in Richtung 0,62, 0,63 initiieren. Hier speziell 0,63, 15 etwa, da wären wir hier an den Niveaus auf der Unterseite im Sinne der Finanzmarktkrise angekommen. Also hier sehr, sehr interessant. Das Big Picture hier ganz klar negativ mit den neuen Verlaufstiefs. Sieht das einfach mal nicht gut aus, welche technische Situation der Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier an den Tag legt. Also bärisch hier sowohl auf Wochen- als auch auf Tagesbasis einzuordnen, das Währungspaar. Also ergo hier jetzt eine sehr, sehr schöne Chance im Sinne einer technischen Pullback-Situation. Das Ganze sehen wir auch hier im Stundenchart noch mal ein Stück weit genauer. Da haben wir hier praktisch eine untergeordnete Widerstandslinie im Bereich 0,6930 etwa. Leitet sich hier aus den Tiefs vom Januar ab. Hier dann speziell diese ja, Stabilisierung, die hier also Anfang Januar das Tief markiert. Dann hier Mitte Januar sozusagen einen Unterstützungsversuch. Das Ganze wurde dann hier in der Vorwoche nach unten aufgelöst. Hier gab es schon mal ein Pullback am 18.01., also tief markiert, Pullback, wieder Rücklauf. Jetzt höheres Tief, das sieht technisch eigentlich ganz gut aus, aber wir sind just hier an diese Widerstandszone rangelaufen und jetzt sehen wir hier auch schon eine direkte Umkehrkerze. Also das sieht gar nicht mal so uninteressant aus im Sinne dessen, dass hier die Talfahrt jetzt Fahrt aufnehmen könnte. Der Wochentag selber
Anfang der Woche, Australdollar, sollte man im Hinterkopf behalten. Hier während der letzten 52 Wochen eine bullische Tendenz, die jedoch mit Beginn Mittwoch, Donnerstag, Freitag schlagartig nach unten kippt. Das heißt, positive Schlusspreise über 50% hier Montag, Dienstag und dann unterhalb von 50%, also klar negative Schlusspreise am Mittwoch, insbesondere Donnerstag und am Freitag. Also kurzfristig die Situation die, dass wir jetzt hier beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar einen Widerstand touchiert haben. Die Average True Range übrigens würde hier bei 0,6933 etwa laufen. Da sind wir ganz knapp gescheitert. Das Währungspaar muss die natürlich auch nicht ausschöpfen, aber hier im Sinne dieses Rücklaufs ist im Prinzip alles abgearbeitet. Das Währungspaar selber heute schon 91 Pips gelaufen. Während der letzten 14 Handelstage haben wir hier eine Range von 94 Pips, also wirklich sehr, sehr dynamisch im Vergleich hier zu anderen Währungspaaren. Ganz vorne dabei zum Beispiel der Euro gegenüber dem US-Dollar, der bewegt sich nämlich gerade mal im Bereich um ja auch 85, 90 Pips, ein Stück weit weniger sogar. Das gab es nicht oft. Der Australdollar gegenüber dem US-Dollar, aber hier im Prinzip vom heutigen Bewegungslauf und hier übrigens 3 Uhr, da kam die News aus Asien, erstmal zurückgesetzt, dann aber hier dynamische Erholungsbewegung, die eben jetzt hier am Widerstand zu scheitern droht. Sieht wie gesagt technisch ganz interessant aus. Saisonal als auch Wochentag als auch Charttechnik sprechen hier im Prinzip für eine weitere Schwäche. Insofern hier die getitelte Headline, dass hier eine Shortmöglichkeit anstehen könnte. Warten wir ab, was passiert. Ein Stopp, ja, je nachdem, auf welchem Timeframe man unterwegs ist, würde sich aber hier empfehlen, gehen wir mal ein Stück weit raus aus dem Chart, hier oberhalb dieser Trendlinie, also hier Bereiche 0,70, 0,7010 wäre ein Stopp-Level, Schrägstrich hier auch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie sogar schon noch initiierbar, die hier sozusagen erlaubt, wenn der Preis unterhalb dieses Niveaus bleibt, also hier sozusagen auch ein schöner kleiner Kreuzwiderstand auszumachen. Könnte ja heute auch noch mal Rückläufe in diese Zone geben. Da wäre es dann hier unter Umständen interessant, dass der Markt hier tatsächlich von diesen Niveaus aus noch mal direkt zurückbricht und dann letztlich hier seine Talfahrt gen Süden aufnimmt. Sieht wie gesagt technisch schwer danach aus. Warten wir mal ab, was passiert. Die Phase einer Erholung könnte wie gesagt beendet sein und insofern verabschiede ich mich zum oder beim jetzigen Devisenradar. Wenn Sie mögen, morgen natürlich wieder 9:30 Uhr für Sie am Start. Ansonsten am Mittwoch natürlich dann auch wieder das JFD-Devisenradar-Webinar. Da schauen wir uns wieder einiges an. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.